Walk, Jenny, walk, don't talk, Jenny, walk. Smile, Jenny, smile, forget your blues a little while. Tramp, Jenny, tramp, don't dance, Jenny, tramp. Get your stuff round the town. Pick 'em up, lay 'em down. Now, Jenny, walk, walk, walk that blues away. Also, versprochen habe ich, zur 700. Sendung den Text zu singen. Getan. Willkommen zu Günter Schifters Music Hall Nummer 700. Wir spielen normalerweise Shellacks und reden von damals. Wir reden von damals heute auch, aber wir spielen keine Shellacks, sondern nur Mitschnitte, sogenannte Folien, die sich auch mit 78 Umdrehungen pro Minute drehen. Das sind Privatmitschnitte, die mein alter Freund Christo Kierdal gemacht hat, damals 1945, also gleich nach Ende des Krieges. Der hatte so ein Schneidgerät damals. Aber die Folien haben im Laufe der Zeit sehr gelitten, Sie werden es ja hören. Und sollten Sie ein High-Fidelity-Fan sein, dann müssen Sie leider abdrehen. Es kracht und krammelt fürchterlich. Also, das Jahr 1945 um diese Zeit ist heute dran. Und sind Aufnahmen, die niemand hat, ein Unikate sozusagen. Also, der Sommer 1945 war genauso schön wie heuer. Heiß, schön. Also, der Weltkrieg war bekanntlich am 8. Mai 1945 zu Ende. Nur vorher hatte sich Hitler noch schnell umgebracht. Pardon, war gefallen. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Ein paar Tage später verkündete Winston Churchill über Radio London das Kriegsende. This is London. The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force. Ja, zu jener Zeit hatte Österreich, genauer gesagt Ostösterreich, schon eine Regierung. Am 27. April wird diese provisorische Staatsregierung vorgestellt und von den Russen anerkannt. Staatskanzler war Karl Renner, Adolf Scherf war dabei, Leopold Figl, Johann Koplenik, Franz Honner, Josef Gerö, Ernst Fischer, Johann Böhm, Georg Zimmermann, Rudolf Buchinger, Andreas Korb, Eduard Heindl, Julius Raab und Vinzenz Schumi, noch einige Unterstaatssekretäre. Am Montag, den 23. April, erschien schon die erste österreichische Zeitung, das neue Österreich. Das war 10 Tage, nachdem die Kämpfe um Wien beendet waren. Die Schlacht um Wien hatte bekanntlich am 5. April begonnen und bis 13. gedauert. Theodor Körner wird am gleichen Tag als Bürgermeister von Wien vorgeschlagen. Am Tag darauf wird Adolf Scherf Vorsitzender der SPÖ. Auch die Verwaltung der Gemeinde Wien wird reorganisiert, und zwar mit Männern wie Honey, Kerlo, Slavik, Weber, Fritsch, Herbert, Afritsch, Kunschak, Speiser, Steinhardt und Matejka. Am Sonntag, den 29. April, nahm die RAWAG ihren Sendebetrieb wieder auf, und zwar auf den Wellen 506 und 228 Meter. Thank you.
Ludwig Babinski mit seinem Tanzorchester. Und diese Band existierte wirklich damals, hier im Funkhaus in der Argentinierstraße. Alter Hase, der Babinski. Ja, ich war 7 Jahre alt und da habe ich die Geige bekommen. Und habe also mit 14 Jahren bereits eine eigene Salonkapelle gehabt, mit Freunden im 10. Bezirk. Und da haben wir also schon zusammen öffentlich gespielt. Bin dann als Musiker in diverse Wiener Orchester gegangen, Saxophon, Klarinette mir beigelegt. Das war damals die Zeit, Charlie Gaudriot, David Mate. Ich war der Dritte mit einem goldenen Saxophon. Habe auch im Ausland gespielt, von Jahre 35 bis 38, in Ankara, in der Türkei, ständige Hauskapelle für den verstorbenen Kemal Atatürk, Kemal Pascha. No, und während des Krieges, während meiner Wehrdienstzeit, kam ich an den Europasender in Wien und habe von 1943 bis Ende des Krieges das Europasender Tanzorchester als Dirigent, erster Saxophonist und Arrangeur geführt. Es war dies ein Klangkörper, der die Aufgabe hatte, typisch amerikanische Musik zu spielen, die verwendet wurde, um die deutschen Wehrmachtsberichte mit Musik zu begleiten. Wir hatten also die Gelegenheit, die damals sozusagen verbotene Musik zu pflegen. Deshalb war auch die Leistung dementsprechend, weil wir frei von der Leber, was uns wirklich gelingt, ist Swing und Hot und Improvisation pflegen konnten, ohne dass uns irgendjemand eine Vorschrift gemacht hat, das dürft ihr machen oder das dürft ihr nicht machen. Da ist es geplant worden. Und es war wirklich ein fabelhaftes Orchester, weil dazu verwendet wurden ausländische Musiker, die sozusagen dienstverpflichtet waren und die glücklich waren, nicht irgendwo in einer Fabrik zu sein, sondern Musik zu spielen. Ja, und genau das wollen wir auch tun. Die Arrangements konnten sich hören lassen, auch heute noch. Schon mal im Dunkel geküsst, ja. Wissen Sie denn auch, wie schön sowas ist? Nein, so man einen Namen Mädel vergisst, ja, dann sagt man sich, ich liebe Sie. Waren Sie schon einmal richtig verliebt, ja, so wie es das sonst ins Kino nur gibt? Nein, oder sind Sie etwas ganz ungeübt, ja, darum erkläre ich Ihnen gleich. Oh, wir sind gerade allein, kommen Sie nur in meine Nähe, nur nicht ängstlich sein, denn es tut bestimmt nicht weh. Haben Sie schon mal im Dunkel geküsst? Ja, wenn Sie wissen, wie bezaubert das ist. So dass man sie leben niemand vergisst. Ja, dann sagt man sich, ich liebe dich. Haben Sie den Song einmal schon so swingend gehört? Haben Sie schon einmal im Dunkeln geküsst? Ludwig Babinski mit seinem Orchester. Seine Solisten waren wirklich erste Klasse. Gesang war übrigens Victor Duccini, der auch gelegentlich Gitarre spielte. Ehemals Steffel Diele mit Landl und Mitteis, Sie wissen das. Übrigens der Ernst Landl, der heute in Schweden lebt, war auch bei der Band als Pianist, als Arrangeur. Der Fred Galosch, der berühmte Trombonist, war dabei. Franz Reiter, der umwerfende Bob Powells, der belgische Star-Trompeter. Jeff Palme war da, der sang hier und da.
Auch sonst nahm das Leben seinen gewohnten Lauf damals. Der Adolf-Hitler-Platz in Wien wurde wieder in Rathausplatz umbenannt, der Josef-Bürkel-Ring in Ignaz-Zeipel-Ring, die Straße der Juli-Kämpfer in Siebensterngasse. Das Raimund-Theater öffnete am 30. April mit Drei-Mädel-Haus, die Staatsoper am 1. Mai mit Hochzeit des Figaro. Die Rote Armee überreichte Wien ein wertvolles Geschenk damals. 800 Tonnen Mehl, 7000 Tonnen Getreide, 300 Tonnen Fleisch, 1000 Tonnen Bohnen und 1000 Tonnen Erbsen. Wenn auch hier und da Würmer drin waren, aber das hat uns damals vor dem Verhungern bewahrt. Ab 2. Mai funktionierte auch die Briefpost wieder in Wien und der Ludwig Babinski ging sofort ins Funkhaus. Na, das Erste war natürlich mein Weg in den Sender. Sofort wieder die Musiker zusammengetrommelt und wir haben angefangen zu probieren. Das war in den 1. Apriltag, nach dem 10. April. Und am 24. April kam ein russischer Offizier zu mir in die Wohnung und sagte, ich gehört haben, Sie haben Orchester, ich brauche ein Orchester. Da sage ich, ja, natürlich, ich habe nicht das Orchester, das ist in Radio Wien, kommen Sie mit, ich kann Ihnen das Orchester zeigen. Na, kam er mit, hat sich das angehört, hat er gesagt, ganze Orchester kommen mit nach Laxenburg. Sag ich, was ist Laxenburg? Das ist Lazarett für Offiziere und sie spielen dort für Offiziere. Sag ich, Moment, so geht es nicht einfach. Wir haben doch Frauen und Kinder. Macht nichts. Kommen mit, Frauen, Kinder, alles. Nichts arbeiten, Frauen, Kinder. Nur essen, trinken, sie spielen. Na, was sollen wir machen? Wie man heute wollen, sagt man Back, Halletz, Pauls und so weiter, alle auf den Kamion mitsamt den Instrumenten vom Rundfunk hinaus ins Offizierslazarett. Das war eine Zeit für uns, die wir nie vergessen werden. Ja, wir hatten nur einmal in der Woche ein Konzert zu spielen, und zwar mit einem Artistenprogramm im Laxenburger Schloss. Und die Artisten führte der Richardin, ein Wiener, in Leningrad geboren, der perfekt Russisch konnte, und ich als musikalischer Leiter. Die ganze Zeit haben wir nichts als arrangiert, die russischen Weisen für die Offiziere, Kantata aus Stalinie und Zirkusmarsch von Donajewski und so weiter. Und geprobt, natürlich für uns arrangiert, weil wir haben schon im Sinne gehabt, na was machen wir weiter nach dem Lazarett, die werden ja einmal gesund auch werden. Nicht? Nun haben wir uns zusammengestellt, eine Show. Halletz war ja mit dabei bei der Partie, hat gerne die Titelmusik geschrieben, Hallo Swing. Aus dem Radio tönt Swing, Swing, hallo, hallo. Bist du mit uns froh, dann Swing, Swing. All die jungen Herzen, sie schlagen begeistert den Takt dazu. All die jungen Beine, sie tanzen doch gern und geben keine Ruhe. Hallo, hallo, mit Musik lass dich betören. Was ist dabei? Hallo, hallo! Die Bühne frei. Ja, und gesungen hat auch der Erwin Halletz. Aber vielleicht haben Sie auch damals mitgeklatscht. Und als Erstes, meine Herrschaften, hören Sie von Ernst Stumpfvoll den Rhythmus in Moll. Thank you.
Hallo Swing Show begann am 5. August 1945 bereits in der Scala. Vorher noch Konzerthaus, großer Konzerthaussaal, und ging den ganzen Herbst, also Ende Sommer und den ganzen Herbst über sämtliche Bühnen, Scala, Bürgertheater, Deutsches Volkstheater, Schauspielhaus, großer Konzerthaussaal, dann Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viel da Theaters damals waren. Also überall haben wir diese Matinees mit großen Erfolgen gehabt. Die Leute waren ja ausgehungert nach Musik. Und wir spielten also diese Musik, die im Krieg eigentlich normalerweise nicht zu hören war in Österreich. Und selbstverständlich war das ein Riesenerfolg mit den Solisten, die also mitgegangen sind in diese, in mein Orchester und in den Rundfunk. An der Spitze wieder der belgische Star-Trompeter Bob Bauwels, ein belgischer Schlagzeuger Van Böcke, dann Haletz als Komponist und Sänger und Arrangeur, Victor Duchini, der Gitarrist, der italienische Sänger, dann als Sängerin haben wir gehabt die Frill Horner, eine wunderbare Sopranistin und so weiter. Dann später kam auch Liane Augustin dazu. Und so hat sich also ergeben eine Tätigkeit am Wiener Sender, die hat gedauert nach der Hallo Swing Show so circa bis Ende 47, 48. Aber so weit sind wir noch nicht. Die Sendeanlagen des Rundfunks mussten erneuert bzw. funktionstüchtig gemacht werden. Und so gab es Aufrufe der RAWAG. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir Ihnen gestern mitteilten, haben wir einen neuen verstärkten Rundfunksender auf der Welle 506 Zentimeter Probeweite während unserer technischen Versuchssendung in Betrieb genommen. Aus diesem Grunde bitten wir unsere lieben Hörerinnen und Hörer, unseren neuen Sender auf Welle 506 Zentimeter in den ersten Tagen seines Betriebes während der technischen Versuchssendung genauestens zu beobachten und uns möglichst bald eventuell festgestellte Fehler und Mängel bzw. Empfangsverbesserungen mitzuteilen. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an die Anschrift der RAWAG, Wien, 4. Bezirk, Argentinierstraße 30a. Ich wiederhole, Ihre Zuschriften richten Sie bitte an die Anschrift der RAWAG, Wien, 4. Bezirk, Argentinierstraße 30a. Und diesen Aufruf hörte man am 27. Juli 1945 ganz genau um 15.30 Uhr. Damals hat man 3:30 gesagt. So, und jetzt singt die Friedel Horner, die der Babinski vorhin erwähnt hat. Das Arrangement stammt übrigens auch von ihm. Ö3 Verkehrsdienst. Die A12, die Inntal-Autobahn, ist in Fahrtrichtung Kufstein in Höhe Wehr nach mehreren Auffahrunfällen nur erschwert passierbar. Die Überholspur ist blockiert. Die Gendarmerie sucht um erhöhte Vorsicht. Ich wiederhole, A12 Inntal-Autobahn, Fahrtrichtung Kufstein in Höhe Wehr, erschwert passierbar. Die Gendarmerie sucht um erhöhte Vorsicht. Nicht nur einen Mann auf dieser Welt, der dir gefällt. Baby, nur keine Tränen um den einen, es lohnt ja nicht darum zu weinen. Baby, hör auf mich, ich mein's gut, nur keine Tränen um irgendeinen dummen Mann, nur keine Tränen, weil man
darfst nicht weinen, kleines Baby. Es gibt ja nicht nur einen Mann auf dieser Welt. Schau, die liebe Sonne scheint durchs Fenster rein. Baby, warum bist du heute so allein? Doch obwohl die liebe Sonne hell durchs Fenster scheint, sitzt ein kleines Fräulein hier und weint. Friedel Horner, Ludwig Babinski mit seinem Tanzorchester und Baby. Ich habe vergessen, Ihnen die Besetzung des Drei-Mädel-Hauses vom Raimund-Theater zu sagen. Toni Niesner, Elfi König, Fritz Imhoff, Max Brod, Otto Maraus, Edgar Mehlhardt, Wolfgang Dauscher, Grisi Maria Jahns, Gertrud Nebel, Helene Schön, Franz Roschek, Hans Dumfort, Mitzi Günther und Luise Kartusch. Das waren sie also alle. Das Raimund-Theater war, wie gesagt, das erste Theater, das nach dem Abzug der Nazis wieder spielte. Es dauerte nicht lange, da waren die anderen auch da. Die Burg spielte im Ronacher. Mädel aus der Vorstadt, Paul Hörbiger, Alma Seidler, Lilli Marberg, Maria Kramer, Blanka Glossi, Philipp Zeska. In der Josefstadt gab man Hofrat Geiger, Alfred Neugebauer, Dagny Servas. Die Staatsoper spielte im Volksoperngebäude Figaros Hochzeit. Die Straßenbahn lief jeden Tag ein Stückerl weiter. Die Zerstörungen waren dort total gewesen. Aber man wurstelte sich eben weiter. Die ersten Fußballspiele wurden ausgetragen am 1. Mai. Da spielten alte Internationale mit Uri Diehl, Rölle, Wesselig, Reich, Fuchs gegen Helfort 3:3. Rapid und Vienna stellten gemeinsam ein Team zusammen mit Decker, Kaller, Gröbel, Gernhardt und dieses Team spielte gegen eine Mannschaft der Roten Armee und siegte 11:7. Wacker spielte gegen ein tschechisches Team 8:0. Ab 3. Mai funktionierte auch wieder die Postzustellung in Wien und die Babinski-Band spielte und spielte und spielte. Tropic Trumpet Bob Powells, der berühmte Trompeter-Star aus Belgien, war da dabei. Natürlich Ludwig Babinskis Tanzorchester. Am Dienstag, den 8. Mai, waren alle Zeitungen voll mit der guten Nachricht, der Krieg ist zu Ende. 2 Tage vorher schon hatten die ersten Vereinsfußballspiele in Wien stattgefunden. Sportclub spielte gegen Vienna 2:3, Wacker gegen Helfort 4:2. Das Kabarett Zentralpalast in der Marie-Hilfer-Straße 57 eröffnete am 9. Mai mit einem großen Kabarettprogramm und der Kapelle Charlie Kaufmann. Truppen der Roten Armee zogen an jenem Tag in Graz und Prag ein. Das Volkstheater hatte einen neuen Direktor, Rolf Jahn, und eröffnete am 10. Mai mit Katakomben. Egon Jordan, Karl Skraub, Inge Conradi, Otto Schmöle, Theodor Grieg, Eva Zilcher. Das Akademietheater spielte ab 15. Die beiden Klingsberg, Raul Aslan, Fred Liver. Und Fritz Galosch ist der Solist bei dem nächsten Stück von Nevin. Thank you.
Ö3 Verkehrsdienst. Die Unfallstelle auf der A12 der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein in Höhe Wehr ist geräumt und wieder unbehindert passierbar. Fred Galosch war der Solist auf der Posaune. Ja, was sagt der alte Meister dazu, wenn er jetzt diese Musik wieder hört, so nach 38 Jahren? Also wenn ich die Musik von uns heute wieder höre, kann ich das fast gar nicht glauben, wie viel Swing da drinnen war, wie viel Ensembleleistung, wie viel Präzision, wie viel Beherrschung der verschiedenen Instrumente. Kann ich nur sagen, ich bin stolz darauf, mit meinen Kollegen diese Musik gemacht zu haben. In der Tat selten eine swingendere Band gehört wie die Babinski Crew damals, aber die Boys standen ja auch in dauerndem Training, dann auch die Besten des Landes, All-Stars sozusagen. Tut mir nur leid, dass die Tonqualität so zu wünschen übrig lässt, aber der nächste Titel kann sich hören lassen, noch heute. Bist du schön. Aufgenommen im Sommer 1945 in Wien. Der Nachholbedarf an Unterhaltung, Kabarett, Musik, gute Laune war enorm. Überall etablierten sich Varietés im Apollo, im Konzerthaus, im Dobner, in ehemaligen Kaffeehäusern wie Fürstenhof, Auge Gottes, Stadttheater, im Bürgertheater, Kolosseum, Titania-Theater. Auch der Wiener Eislaufvereinsplatz spielte mit Jazzkonzerten, Robert De Conti und so weiter. Die namhaftesten Künstler waren dabei, damals Emmerich Adlet, Hansi Führer, Franz Borsos, Wondra und Zwickel, Hansel Schmidt, Rolf Olsen, Teddy Kern, Bobby Lugano, Norbert Pawlitzki, Hans Neroth mit seiner Swingband. Und immer wieder las man, es konferierte Heinz Konrads. Die Julia Drapal war auch dabei. Ja, also die Zeit war natürlich entsetzlich. Sie war entsetzlich schön. Wir waren so glücklich, wenn wir wieder auf der Bühne stehen konnten und wir waren eine große Familie. Da sind Superstars auf der Bühne gestanden und wir wären um ein Butterbrot wären wir auf die Bühne gegangen, nur um da zu sein.
und um unser Publikum glücklich zu machen. Und wenn uns damals waren ja die Russen da und wenn die uns geholt haben irgendwo hin, wir sollen singen und tanzen und so, natürlich sind wir hingegangen, es ist uns allen gut gegangen, denn wir waren ja für sie Götter, wir waren ja für sie etwas ganz Besonderes. Die Ballett, das war ja enorm. No, und da haben wir manchmal als Gage einen heuerten Ochsen gekriegt und der wurde dann in der Staatsoper im Foyer, das war ja noch geblieben, dort wurde er geteilt und hat jeder sein Drum gekriegt. So war das damals. Danke, Julia. Auch die Multikünstler, die Fratelli Sereno, waren überall dabei. Im Mai, Juni traten sie fast täglich im Wiener Konzerthaus auf und wir waren dort. Das Neue Österreich schrieb damals über die Brüder Sereno. Ob es nun amerikanische Songs, wilde Jazzmelodien, akrobatische Step-Tänze, meisterhaftes Mundharmonika- oder Klarinettenspiel oder gar Wiener Melodien sind, das Wiener Publikum tobt vor Begeisterung. Im Neuen Österreich vom 18. Mai nachzulesen. Es zahlt sich eben aus, hart zu trainieren, immer auf Trab zu sein. Qualität geht eben nicht unter und dann gab es auch den berühmten Treppenstep. Nino erinnert sich. Es war in Kopenhagen, weißt du, und wir sind im Hotel Palace, ja, schöne Hotel und die Direktion nach einem Monat sagte, wir sind prolongiert, es müssen zweite Monate. Dann sage ich, was machen wir zweite Monate, müssen wir etwas Neues machen. Sage ich, na machen wir Charlie Chaplin, ja, und dann haben wir zwei Charlie Chaplin gemacht, also der ganze, und am 15. der zweite Monat sagte, ihr bleibt noch einen Monat. Sagte, um Gottes Willen, so ist der dritte Monat. Nur dann, in dieser Zeit, war, die waren von der oberen Stufe, und bei uns waren fünf Stufen. Und dann der Frühmorgen, Lin und ich, wir probieren wie immer so zwei, drei Stunden steppen und so weiter. Und so nicht zu denken, wir probieren die Steppen auf die Treppe, ja, auf diese Stufe. War unser Impresario, schaut an und sagte, du, es ist nicht schlecht, das, probiert das. Und so langsam probiert, einen Schritt, zwei Schritte, das. Und dann so entstanden diese Treppensteppe. Thank you.
Die beiden Serenos, Nino und Lino, sind übrigens heute noch genauso lebendig wie damals. Natürlich hat der Babinski auch einen Tiger Rag gespielt. Passen Sie auf. Tiger Rag natürlich. Übrigens, Babinski war auf Altsaxophon zu hören. Aber wir zählen diesen Tiger Rag nicht in unserer Tiger Rag-Serie, weil die Sache nicht vollständig war. Zählen wir als extra, okay? Aus den Kinoprogrammen wurden damals natürlich alle Nazi-Blut- und Bodenfilme genommen. Wien-Filme standen hoch im Kurs. Wiener Blut, Brüderlein Fein und auch Immensee. Rosen aus Tirol, Die Frau meiner Träume und zwei amerikanische Filme gab es auch. Schlacht in Russland und Mission in Moskau. Den habe ich gesehen. Es hieß, er sei in englischer Sprache und es hatte immerhin 5 Jahre keine englischsprachigen Filme mehr gegeben in dieser Gegend, also war ich neugierig. Der Film lief zwar in Originalfassung, aber darüber lag ein russischer Kommentar, der alles zudeckte. Am 30. April spielten schon 17 Kinos in Wien. Am 11. Mai waren es schon 29 und am Ende des Monats waren es 65. Und das ist ein belgischer Swing-Titel. Thank you.
Ludwig Babinski, wie schätzt er eigentlich die heutige Tanzmusik ein? Die Popmusik von heute ist im Vergleich zur früheren Tanzmusik, zur Jazzmusik, möchte ich sagen, sehr primitiv. Man kommt mit drei verschiedenen Akkorden auf der Gitarre aus. Wichtig ist die Elektronik, ohne der es überhaupt ein heutiges Musizieren überhaupt nicht gibt. Das aber ist noch à la Natur. Ein bekannter Swing-Titel Musik für Mizi, Ludwig Babinski mit seinem Tanzorchester, aufgenommen 1945. Im Herbst 1945 kamen dann die Engländer, die Franzosen und die Amerikaner nach Wien, um ihre Zonen zu besetzen. In der Innenstadt wechselte jeden Monat die Besatzungsmacht. Und die Amerikaner suchten für ihre Clubs Künstler aller Art, vor allem Bands. Und die Arbeit dort war für jeden Bandleader und Musiker ein Traum. Essen, Trinken, gute Bezahlung und die neuesten amerikanischen Songs, die bald auch in österreichischen Lokalen zu hören waren. Natürlich hatten die GIs bald ihren eigenen Sender, in Grenzing natürlich, und der wurde auch von den Einheimischen sehr geschätzt. Und dort gab es täglich eine Sendung mit Jazz-Titeln bester Sorte. Time's up for today. 30 full minutes have slipped away, and let's hope you've enjoyed the arrangements of today's top band sending you music sweet and hot. Gerard O'Rourke was in charge of all production, and along with yours truly, Jim Irwin passes out invitations for you to join us tomorrow for another session of music that's strictly solid. Radio service for United States Forces in Austria, the Blue Danube Network. At 1068 on your radio dial, you're tuned to the American station, WOFA Vienna. It's 1:30 in Central Europe. Und hier ist Ö3 mit seinen 10.000 Sendern. Ernst Landls Bab Dadu kennen Sie aber sicherlich nicht in dieser Fassung mit Original Ravak-Uhr und Original Ansage. Ein Foxtrott von Landl, Bab Dadu. Du lässt mir keine Ruhe. Jeder kennt schon Bab Dadu. Sie, es und du, alles hört geistert zu, singt man Bab Dadu. Denke ich schlafen, so träum ich davon. Und wenn ich erwachen, da hör ich das schon. Denn mein kleiner Bab Dadu, was hat gestern Bab Dadu? Und sogar in Stall die Gute. Thank you.
Das war unsere Musik zur Unterhaltung. Es spielte die Tanzkapelle Ludwig Babinski. Mitwirkend waren Hanne Renz mit eigenen Kompositionen und Viktor Duccini. Nach kurzer Pause Nachrichten. Stimmt. Können Sie um 11. Das war übrigens die Elisabeth Kläuber, hat noch eine zweite Sprecherin gegeben, die hieß auch Elisabeth, und zwar Gerischer. Das also war die Sendung Nummer 700 und das war das Jahr 1945. Ein paar Sätze über ein Jahr, in dem in Österreich und nicht nur hier viel passiert ist. Für viele von uns war das der erste Eindruck einer Demokratie. Und wenn eine Demokratie auch manchmal umständlicher ist als eine Diktatur, so ist noch immer die schlechteste Demokratie besser als die beste Diktatur. Damit auf Wiederschauen. Wir sehen uns ja nächste Woche wieder, das heißt, Sie hören mich wieder. Ich möchte noch sagen, Günther Reiß und die Heli waren heute die Tonchiefs und Günther Schifter hat wieder die Platten ins Funkhaus geschleppt und nächste Woche wieder alte Platten herschleppen, sogar die Schellachs und Schellachs und Schellachs.